Hallo, heute möchte ich mit dir die Begriffe Bruch, Hunderterbruch, Dezimalzahl und Prozent wiederholen. Wir beginnen mal mit dem Einser, also eine Pizza, ein Apfel. In der Grundschule hattest du so Legestein, ein Ganzes. Das eine Ganze kann man als Bruch schreiben und es wäre dann ein Eintel. Man macht sozusagen ein Stück draus und das gibt es genau einmal. Ein Ganzes, ein Eintel, kann man aber auch zum Beispiel mit zwei Halben legen. Die gleiche Fläche, das siehst du, das wäre dann zwei Halbe. Genauso kannst du das mit allen anderen Brüchen machen. Zum Beispiel vier Viertel wäre ein Ganzes, acht Achtel, genauso 17 Siebzehntel oder 215 Zweihundertfünfzehntel. Also ein Ganzes kannst du immer in einen Bruch umwandeln, bei dem Zähler und Nenner gleich sind. Bleiben wir aber vorerst bei dem Ganzen, bei der einen Pizza. Nun wollen wir sie in 100 Stücke zerteilen, einen Bruch machen, bei dem im Nenner entweder 10, 100 oder 1000 ist. Nennt man einen Hunderterbruch, Zehnerbruch, Tausendstelbruch. Wenn wir dieses Stück in 100 Teile teilen würden, hätten wir genau 100 von diesen Teilchen. Ein Hunderterbruch. Wenn wir diese Pizza in 10 Teile teilen würden, hätten wir für die ganze Pizza genau 10 von diesen Zehntel. Wir können natürlich die Pizza theoretisch auch in 1000 Teile schneiden und hätten dann 1000 solche Stückchen. Gut, kommen wir zur dritten Möglichkeit des Schreibens, nämlich als Dezimalzahl oder Kommazahl. Eine ganze Pizza ist eine Pizza. Du weißt, bei jeder ganzen Zahl steht hier hinten ein Komma. Wenn hinter dem Komma nichts ist, dann lässt man das Komma weg. Man sieht es gar nicht. So in der Grundschule verwendet man es auch gar nicht. Wenn wir jetzt aber noch die Zehntel anschauen würden, eine ganze Pizza, keine Zehntel, müssten wir hier an der Stelle der Zehntel eine Null setzen. Für einen Hundertstel Anteil, ein Ganzes, keine Zehntel, keine Hundertstel, haben wir zwei Stellen hinter dem Komma. Die Tausendstel Stelle ist die dritte Stelle hinterm Komma. Bis zu dieser wollen wir heute gehen. Also das ist die Hundertstel, die Zehntel und die Tausendstel Stelle. Ganz besonders interessant ist diese Schreibweise mit dem Hundertstel, weil wir in unserer Gesellschaft ganz oft mit Prozenten umgehen, kommt vom Lateinischen von 100. Das heißt, man zerstückelt etwas in 100 Teile und da kann man dann ganz gut unterschiedliche Angaben vergleichen. Das ist die Prozentangabe. Von 100 wäre hier dann vom Hundertstel 100%. Eine ganze Pizza wäre 100%. Man nimmt diese Stelle hier für die Prozentangabe. Gut, nun unterteilen wir die ganze Pizza in zwei Hälften, nehmen eine Hälfte davon. Wir schreiben sie als Bruch, ein Halb. Wenn wir die ganze Pizza in 100 Teile teilen würden, hätten wir jetzt 50 davon. Durch Erweitern kommst du auf den Hunderterbruch. Wenn wir die ganze Pizza in 10 Teile teilen würden, hätten wir jetzt 5 Teile davon. So, jetzt sind wir schon bei der Kommazahl. Ein Halb ist 0,5. Das erkennst du an 5 Zehntel. So, wenn wir jetzt erweitern auf Hundertstel, dann siehst du auch schon, welche Prozentangabe zu dieser halben Pizza gehört. Wenn wir aus der ganzen Pizza eine halbe machen und von dieser wieder die Hälfte nehmen, kommen wir zu dem Bruch ein Viertel.
ein Viertel, wenn man mal 25 nimmt, 1 mal 25 kommt man auf den Hunderterbruch, 25 Hundertstel. Das kann man als Kommazahl so schreiben und in Prozent siehst du dann, ist es 25%. 2 Viertel sind das gleiche wie ein Halb. Also 2 Viertel wäre das gleiche wie 5 Zehntel, 0,50 oder 50%. Interessanter sind noch die 3 Viertel. Ich habe dir hier von der Pizza das größte Stück sozusagen rausgeschrieben. Der Bruch wäre 3 Viertel in 100 Stel erweitert mal 25. 3 mal 25 ist 75. Die Kommazahl findest du dann ganz schnell, 0,75, und du hast auch die Prozente auch schon. Nun zerstückeln wir die Pizza noch weiter. Aus dem Viertel machen wir 2 Stücke und haben sozusagen eine Achtelpizza. Die kann man nicht so einfach auf 100 erweitern. Man muss die 1000 nehmen, weil 100 nicht durch 8 teilbar ist. Mal 125 kommen wir auf 125 Tausendstel. Das können wir wieder gut als Kommazahl schreiben. 0,125. Und jetzt wird es interessant. Für die Prozente brauchen wir ja nur die Hundertstel. Das heißt, hier wird nur das Komma verschoben. Um 2 Stellen nach rechts. Eine Achtelpizza sind 12,5% der Pizza. 2 Achtel ist das gleiche wie ein Viertel, brauchen wir nicht neu machen. Aber 3 Achtel ist wieder interessanter und wird öfters gebraucht. Wir schreiben 3 Achtel, dann Tausendstel, 3 mal 125 ist 375. Als Kommazahl 0,375 und jetzt weißt du wieder, das Komma um 2 Stellen verschieben, 37,5%. 4 Achtel ist das gleiche wie ein Halb, braucht man nicht machen, aber die 5 Achtel sind wieder eine, die sehr häufig gebraucht werden. 5 Achtel sind 625 Tausendstel, immer mal 125. Als Kommazahl dann die 0,625. Bei den Prozenten brauchst du die Hundertstelle, 62,5%. Die 6 Achtel sind das gleiche wie 3 Viertel. Aber die 7 Achtel hatten wir noch nicht. Sieben mal 125 ist 875. Als Kommazahl dann die 0,875 entspricht 87,5%.